Bevor das Video beginnt, möchte ich euch meinen neuen Partner vorstellen, und zwar die EWF Online Wrestling Liga. Die EWF ist eine Online Wrestling Liga, die jede Woche Wrestling-Shows in Form von Konsolen-Wrestling livestreamen. Es erwarten euch dort viele Player vs. Player Matches und jede Menge spannende Shows. Falls ihr Interesse daran habt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und ihr kommt direkt auf die YouTube-Seite der EWF. Kommen wir zur letzten Show vor Cage of Death. Wir haben aktuell eine Uhrzeit, wo ich in Zukunft eigentlich, glaube ich, dann schon fast durch wäre mit dem Pay-Per-View. Mit dem Monat dann schon. Aber mit dem Pay-Per-View. Aber da ich mir einfach um 10:30 gedacht habe, ich fange jetzt einfach zum Stream an, muss ich da durch. Und ich finde es aber trotzdem geil. Wir haben Luke Harper gegen Jay White, und ich glaube, Luke Harper will jetzt einfach unbedingt mal ein Match haben. Je nachdem, was jetzt noch kommt, glaube ich, gönnen wir ihm das Match. Der Jay White ist ein extrem geiler Wrestler. Becky Lynch gegen Ember Moon. Asuka gegen Liv Morgan. Abyss gegen Austin Aries. Und Aleister Black gegen Tyler Bate. Und Luke Harper kriegt endlich mal sein Match. Er kriegt sein Match. Er kriegt sein Match. Er kriegt sein Match. Gegen Jay White. Ist er da? Ich schicke schon mal die ersten Sekunden rein, während das nicht das Fenster zumacht. Also, es kann eigentlich nur ein gutes Match werden. Was ich da sehe, Jay White gleich mit dem DDT fängt er hier an. Ja, natürlich Brody Lee mit der All Elite Gear. Kommt jetzt aber gut zurück, Brody Lee. Also bei solchen Wrestler, Dean Ambrose, John Moxley und so, Luke Harper, Brody Lee, das ist, da werde ich einmal Luke Harper und einmal Brody Lee sagen, das ist einfach, je nachdem wie es mir gerade in den Mund liegt. Schöner schöner Elbow und dann noch ein Clothesline hinterher. Da kommt der Double. Nein, doch nicht. Jay White kann kontern. Und ein German Suplex. Okay, das wird die Serie. Und die Fans zählen fleißig mit. Drei German Suplexes gegen Brody Lee. Gewagt. Und da hebt ihm einfach vom Boden auf und macht einen Powerbomb. Brody Lee steht auch direkt wieder auf, mitten Clothesline. Zwingt ihr dann Jay White nochmal zu Boden. Und da schmeißt ihn direkt auf sowas das Seil drauf. Die Ringseile sind nicht so leicht, wie sie immer aussehen. Boah, was für ein Uppercut. The King of Uppercut, Cesaro, haben wir ja noch nicht gesehen, und da schmeißt ihn nochmal auf das oberste Seil. Jetzt zeigt Brody Lee, dass er es beenden will, glaube ich. Jay White kommt aber hier gut zurück. Mit dem Cover. Nur bis zwei.
Und der Dropkick geht ins Leere. Von Brody Lee. Okay, Jay White, was macht Jay White jetzt? Nein. Nein. Jay White mit einem Suplex aus dem Ring raus. Was? Er befördert Brody Lee. Einfach mit einem Suplex aus dem Ring vom Top Rope. Und er hat jetzt das Zeichen gemacht, er will es beenden. Aber Brody Lee kommt jetzt zurück. Da kommen die Fäuste und der schmeißt dann einfach face first wieder auf den Boden. Versucht es mit dem Cover. Kann er sich glauben, dass er nur bis 1 geht, aber Brody hat er schon einiges mehr gefressen als Jay White. Und da kommt aber der Clothesline from Hell. 2. Nur bis 2. Okay. Aber da würde ich mich auch wundern. Nach so einem Clothesline mit so einem Impact. Okay, Jay White mit dem Schulterblock gleich. Wieder auf den Beinen. Jay White geht jetzt aus dem Ring. Was macht er? Okay. Hat ihm jetzt im Submission Hold. Er muss Brody Lee aber nicht tappen. Er kommt da raus, er springt über den Dropkick auf den Füßen drüber. Und jetzt hat das Ganze gekontert ein Ende. Ein Schmeiß. Was? Wieso chill? Was macht Shinsuke Nakamura da? Da kommt das Cover. Harper holt seinen Sieg beim Live-Debüt
Und Jay White und Nakamura starten, glaube ich, jetzt eine Fehde. Wow, das kam extrem unerwartet. Dann simulieren wir die letzten paar Matches. Becky Lynch gegen Ember Moon gewinnt. Ember Moon. Asuka gegen Liv Morgan gewinnt. Liv Morgan. Abyss gegen Austin Aries gewinnt Abyss. Und Aleister Black gegen Tyler Bate. Gewinnt Tyler Bate. Der Champ schwächelt. Der Champ schwächelt. Der Champ schwächelt. Und das am Freitag vor dem Pay-Per-View. Ob das so gut ist? Okay. Wir haben eine geile letzte Woche gehabt vor dem Pay-Per-View. Im Livestream machen wir jetzt eine kurze Pause. Auf YouTube geht's am nächsten Tag weiter. Mit dem ersten Match von dem Pay-Per-View Cage of Death. Und so schaltet auf jeden Fall ein. Morgen. Und ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, let the show begin.